Der letzte Renntag vor dem großen deutschen Traber-Derby auf der Trabrennbahn Mariendorf steht an für Fahrer und Pferde. Eine großartige Möglichkeit, um sich den letzten Feinschliff zu holen. Ja, heute sind noch mal die letzten Dreijährigen so am Start, die den letzten Feinschliff kriegen für das Derby. Da achtet man natürlich drauf und beobachtet die Gegner ganz genau. Die Höhepunkte des Renntages bilden zwei 10.000-Euro-Rennen und die Aufmerksamkeit ruht natürlich ganz besonders auf dem dritten Lauf des Super Trot Cups. In einem spannenden Rennen setzt sich kurz vor dem letzten Bogen Michael Niemczyk mit Lighten Up Today in Front und bringt sein Pferd auf dem Mariendorfer Geläuf als erstes über die Ziellinie. Außen attackiert sogar Lighten Up Today. SJS Junior C kommt dazu. Die letzte Zwischenzeit war 12-4 und es geht auf die Zielgerade. Lighten Up Today. Lighten Up Today als erster auf der Zielgeraden. SJS Junior C sieht man dann. Und an der Innenkante Victoria Star, der gibt sich noch nicht geschlagen. Lighten Up Today ist vorn. Müsste erster oder zweiter werden. Lighten Up Today. Lighten Up Today. Lighten Up Today gewinnt diesen Lauf. Ganz eng um Platz 2. Außen über Popeye Diamant. Der könnte noch zweiter geworden sein. Ja, ich kam nicht so ganz schnell von Start weg, wie ich das eigentlich gedacht hatte. Und dann dachte ich mir, gehst du zurück und suchst dir erstmal ein Führpferd. Weil Conny Lugauer war, denke ich, offensiv eingestellt, was sich auch am Ende bewahrheitet hat. Und dann konnte ich mir 1500 Meter das Geschehen angucken und dann vor dem letzten Bogen losfahren. Im zweiten 10.000-Euro-Rennen Breeders' Course Elimination dominiert der Niederländer Robin Bakker mit seinem Pferd Valentina Wild das Geschehen und zog verdient als Gewinner in den Winner's Circle. Nach dem Rennen gibt sich der Sieger für die kommende Derbywoche selbstbewusst. Ich warte in Überprüfung mit die New Down. Ich denke, das ist ein gutes Pferd, die Rennen, was ich geguckt hat. Ich denke, heute war das der letzte Lager von ihm von dem Derby. So, ich denke, ich bin gespannt, was er macht. Und dann hat er einen Fehler gemacht in einem Auto. So, ja, dann wird es natürlich nicht schlimmer. So, ich hatte einfach im Front gekommen und konnte mein Tempo fahren und kam letzte 500 Meter gut nach Hause. Den dritten Höhepunkt des Renntages bildet der Sommerpokal des VDT. In einem ebenfalls an Spannung kaum zu überbietenden Rennen ist Dennis Spangenberg mit seinem sechsjährigen Pferd Stanley Buda der Konkurrenz keine Chance. Und Stanley Buda, der wird nochmal richtig schnell gemacht. Gangwurz und Stanley Buda gewinnt. Also die letzten Wochen waren eigentlich sehr gut bei uns im Stall und drumherum. Heute hat man schon ein paar kleine Fauxpas mit den dreijährigen Pferden, was die Stimmung natürlich niedermacht. Aber wenn man immer ein Rennen gewinnt, dann ist es schon okay. Der Fokus richtet sich nun auf die kommende Derbywoche auf der Trabrennbahn Berlin-Mariendorf und die Hoffnungen könnten bei den Fahrern nach dem heutigen Renntag nicht größer sein. Wir haben sehr, sehr viele Pferde und haben den Vorteil, dass wir hier direkt in Berlin stationiert sind, dass die Pferde alle zweimal laufen können, ohne große Transporte, ohne Umgebungswechsel. Also das ist das, was uns eigentlich in der Derbywoche immer zuvorkommt oder was uns so ein paar Pluspunkte beschert. Sehr spannend, sehr viele gute Dreijährige. Es ist keiner dieses Jahr für mich, der raussticht, der raussteht, der hochfavorisiert ist. Viele gute, es wird viel auf die Rennverläufe ankommen. Ich glaube, es wird eine sehr spannende Derbywoche. Man darf also gespannt sein, wer sich die Trophäen beim traditionellen Traber-Derby sichert. Höchstleistungen sind auf der Trabrennbahn Berlin-Mariendorf auf alle Fälle garantiert.